Suche nach Tayo auf YouTube. Kopf hoch, Frank! Eines Morgens besucht Garni die Feuerwache. Hallo, Freunde! Garni! Garni, was ist los? Also, es ist... Wow! Das ist wirklich die Feuerwehr? Das ist Yun. Er wollte Frank sehen, also habe ich ihn zur Feuerwache gebracht. Ha, wirklich? Oh. Ja, die Feuerwehr mag ich am liebsten. Hm, schön, dich zu sehen, Yun. Du kannst mich jederzeit besuchen kommen. Oh. Feueralarm! Feueralarm! Rettungskommando, melden Sie sich zum Dienst! Alles, wir müssen los. Ja. Garni, fahren wir! Meine Güte! Oh nein. Das Feuer breitet sich aus! Moment, ja, richtig. Oh. Oh. Überlass das mir! Ja! Los geht's! Oh nein! Der Wasserstrahl kommt nicht nah genug heran! Was mache ich nur? Ja. Keine Sorge, Kinder! Gute Arbeit, Frank. Nein, ich habe am Ende doch gar nichts erreicht. Du warst der Beste! Du bist viel toller als Frank. Stimmt, ja, genau. Wirklich. Ja. Frank, du warst heute toll. Er hat recht, Frank. Bitte hör nicht auf die anderen. Oh, Kinder, vielen Dank. Beim nächsten Mal werdet ihr staunen, wie gut und effizient ich arbeite. Am folgenden Tag trainiert Frank im Freien. Ich kann es immer noch nicht. Arbeite nicht zu hart. Du könntest kaputt gehen. Nein, ich muss stärker sein, damit ich Feuer in hohen Gebäuden löschen kann. Frank! Hallihallo. Was macht ihr denn hier? Oh, wir haben gehört, dass du hier trainierst. Können wir dir denn irgendwie helfen, Frank? Ich will auch helfen. Wirklich? Aber... Wieso denn nicht? Sie wollen helfen, weil sie dich gern haben. Gut, dann zähle ich auf euch. Juhu! Ich trainiere mit Frank! Garni und Yun bieten Frank Hilfe beim Training an. Oh, das funktioniert nicht. Frank! Hm? Kopf hoch! Frank! Du bist der beste Frank! Oha. Okay, ich versuche es noch einmal. Haha, hurra! Ich hab's geschafft! Oh. Oh, das tut mir aber leid. Versuchen wir es diesmal ein wenig weiter. Wow, du hast es geschafft. Frank ist der Beste. Jetzt ist ein Feuer in einem hohen Gebäude kein Problem mehr. Ja, natürlich. Feuer in einem Stadtgebäude. Zum Einsatz melden. Also gut. Jetzt kann ich zeigen, wie hart ich trainiert habe. Halt! Rudi! Frank, es ist dieses Gebäude, dort drüben! Kann Frank das schaffen? Ich weiß nicht! Es scheint höher zu sein als letztes Mal! Diesmal schaffst du es, Frank! Los geht's! Juhu! Er hat es geschafft! Ich wusste, dass er es hat sich gelohnt! Puh, ich hab's geschafft! Was? Frank, sieh mal das Dach. Oh. Oh nein. Das müssen wir sofort löschen. Oh nein. Es ist zu weit oben. Etwas höher. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen höher. Oh nein, Frank. Er hat so hart
trainiert. Überlass das mir. Sieht man, da oben ist er. Ich wusste, dass er es schafft. Ja, großartig! Ja! Sieh dir Frank an. Er ist ganz nass. Er tut mir leid. Frank, mach dir keine Sorgen. Es tut mir leid. Ich gehe jetzt schon mal. Frank. Der kleine Bus. Frank, gehen wir trainieren? Was? Oh, ihr seid hier. Frank, was machst du? Naja, ich gieße die Blumen. Ich denke, das passt perfekt zu mir. Vielleicht sollte ich meinen Job wechseln. Was? Alles? Frank benimmt sich komisch. Ich glaube, er ist noch schockiert von gestern. Frank, du kannst doch mit mir üben. Wozu? Er kümmert sich doch darum, wenn es irgendwo brennt. Nein, wir brauchen Frank. Er hat recht, du bist ein Feuerwehrauto. Ich bin eine Feuerwehr, die offenbar keine Feuer löschen kann. Niemand braucht mich. Was? Das ist nicht der fantastische Frank, den ich kenne. Ich gehe. Jun. Alles. Ich glaube, ich brauche etwas Luft. Frank? Jun, warte auf mich! Jun, sei doch nicht so traurig. Ich bin so von Frank enttäuscht. Frank wird es bald wieder besser gehen. Was? Was ist das für ein Geruch? Was? Feuer! Feuer! Jun, geht es dir gut? Nein! Gemeinde geht's durch. Nein, Feuer! Nein, was ist das? Das ist nicht der fantastische Frank, den ich kenne. Ganz genau. Ich bin überhaupt nicht fantastisch. Ist das nicht er? Wo eilt er denn hin? Könnte das ein Unfall sein? Ist doch egal. Er ist im Einsatz, also brauchen Sie mich nicht. Meine Güte, es brennt im Tunnel. Da kann ich überhaupt nichts tun. Wie viele Autos sind im Tunnel? Das weiß ich nicht. Es sind bestimmt eine Menge. Rocky, Pat! Ich habe gehört, dass Garni drin ist. Wo ist Frank? Er antwortet nicht. Sein Funkgerät ist wohl ausgeschaltet. Was? Frank, wo bist du? Ich werde müde, wenn ich nichts zu tun habe. Ja, ich hab's geschafft. Du bist der Beste. Stimmt. Wenigstens haben sie Spaß. Frank ist der Beste. Glaubst du das wirklich? Jun? Was mache ich denn nur? Na los, ich bin Frank, die Feuerwehr. Notfall, Brand im Tunnel. Bitte um Unterstützung. Was? Jemand muss mir helfen. Hilf uns, Frank. Jemand muss Garni retten. Garni! Oh nein! Ich kann doch nicht warten. Wir müssen reingehen. Nein, das ist zu gefährlich. Aber wir müssen etwas tun. Ich muss was machen. Was? Ist das nicht? Frank! Alle zurücktreten. Juhu! Los geht's! Ja! 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 Ja!
komm schon, Frank. Frank, bitte. Komm schon. Du schaffst das, Frank. Garnet, geht es dir gut? Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Ja. Ja, mir geht's gut. Ich wusste, dass du uns retten würdest. Nein, ich muss dir danken. Ich hatte nur den Mut zu kommen, weil du mir vertraut hast. Frank. Tut mir leid, dass ihr euch Sorgen gemacht habt. Ich schwöre auf den Namen von Frank der Feuerwehr, dass das nie wieder passieren wird. Juhu! Du bist wirklich der Beste, Frank. Frank verspricht sich, dass er weiterhin sein Bestes tun wird, um seine Freunde zu schützen. Frank und Alice sind fantastisch! Tayo und Rogi fahren nach der Arbeit zurück ins Depot. Warum fahren die Autos denn nicht? Vielleicht stimmt etwas nicht. Aus dem Weg, bitte! Es ist ein Notfall! Alles, fahren wir. Okay. Wow, das ist toll. So was Cooles habe ich noch nie gesehen. Tayo und Rogi sind von Frank und Alice verblüfft. Tayo und Rogi sind jetzt nah am Brandort. Alle Autos kehren um. Oh, das ist wahrscheinlich wegen des Feuers. Aber warum brennt das Haus? Ich weiß nicht. Oh, da ist Rogi. Gehen wir Hallo sagen. Okay. Hallo, Rogi. Hi, Rogi. Oh, hallo, Tayo. Hallo, Rogi. Was ist denn hier los? Tja, das Gebäude hat gebrannt. Die Feuerwehr hat den Brand gerade gelöscht. Rogi, du wirst hier gebraucht. Ich komme. Ich muss los, Jungs. Okay. Wir sollten auch zurückfahren, Rogi. Tayo, sieh mal dort! Wow! Oh, ich bin wieder schmutzig geworden. Ja, aber es wurde niemand verletzt. Hey, hallo, Leute! Meine Güte, was für süße kleine Busse. Wie heißt ihr? Ich heiße Rogi und das ist Tayo. Freut mich sehr, Tayo und Rogi. Ich bin Frank. Und ich bin Alice. Warum habt ihr uns gerufen? Nun, ihr beiden saht so fantastisch aus. Oh, wirklich? Ich schäme mich, weil ich so dreckig bin. Dann gehen wir uns in der Feuerwache waschen. In der Feuerwache? Die ist ganz schön weit. Gibt es keine Autowäsche in der Nähe? Wollt ihr mit uns mitkommen? Mit euch mitkommen? Wir haben eine Waschanlage im Busdepot. Ja, und die Waschanlage ist ganz neu. Ah, vielen Dank. Schon okay. Wir wollen uns nicht aufdrängen. Das klingt toll. Wir sollten Tayos und Rogis Angebot annehmen. Ist es wirklich okay? Natürlich! Frank? Fahren wir alle zusammen hin? Yippie! Das ist toll! Aber wir fahren gleich nach dem Waschen zurück. Es ist unhöflich, zu lange zu bleiben. Und? Hä? Ey, wartet doch auf mich! Die waren super! Wirklich? Tatütata! Die hatten die Sirenen an! Und alle Autos haben ihnen Platz gemacht! Wow, das ist unglaublich! Hallo! Wow! Alles schön sauber? Ja, dank euch! Danke, Hannah! Kein Problem! Kommt gerne wieder, wenn ihr mich braucht! So, wir sollten uns auf den Weg machen. Jetzt schon? Ja, wir haben uns gewaschen und sollten jetzt losfahren. Könnt ihr noch etwas länger bleiben, bitte? Ja, könnt ihr mit uns spielen? Ja, aber vielleicht haben sie was vor. Also, wir sind beide mit der Arbeit fertig. Wirklich? Alles, aber... Können wir noch etwas bleiben, Hannah? Natürlich! Dein letzter Besuch ist schon eine Weile her. Hurra! Ja! Los geht's! Okay. So, dann gehe ich jetzt zurück zur Arbeit. Und dann habe ich das Feuer mit Wasser gelöscht. Wow! Und
Ich habe alle Menschen ins Krankenhaus gebracht. Das ist super! Mhm. Frank, lass uns Fangen spielen! Fangen? Tja, das klingt schon toll. Aber ich bin noch eine Frau und Frauen spielen nicht Fangen. Außerdem ist es gefährlich, im Depot Fangen zu spielen. Aber wir spielen doch hier immer Fangen. Ja, das macht so viel Spaß. Was? Ihr könntet euch dabei verletzen. Ich finde, ihr solltet so etwas Gefährliches nie wieder tun. Oh, okay. Frank? Hä? Darf ich dir eine Tour vom Depot geben? Eine Tour? Das klingt wundervoll. Okay, fahr mir nach. Okay. Alice, du kannst mit mir mitkommen, wenn du willst. Ich führe dich rum. Schön. Komm mit. Na los. Okay, ich komme. Aber ich wollte Fang spielen. Tayo, der kleine Bus. Also, hier übe ich jeden Tag das Fahren. Wow, das sieht fantastisch aus. Das ist mein Lieblingsort. Möchtest du es mal versuchen? Ich? Ja, es macht viel Spaß. Ja, ich denke schon. Wow, was macht man denn hier? Es sieht aus wie ein Kino. Ja, hier sehen wir uns Trainingsvideos an. Und in unserer Freizeit sehen wir hier Fern. Wow, ihr habt echt Glück. Der Bildschirm ist riesig. Und wir haben auch sehr viele Sender. Sieh mal. Ich bin Fireball. Heute Nachmittag. Und jetzt Joeys fantastische Mit Zaubershow. Mit dir Fern zu sehen macht sogar noch mehr Spaß. Oh, mir auch. Ich habe Langeweile. Ich dachte, es würde doch Spaß machen, wenn Frank und Alice hier sind. Oh, übrigens, sollen Sie nicht langsam mit der Busdepot-Tour fertig sein? Ich weiß nicht. Wow, du kannst das wirklich gut. Es ist ganz einfach, wenn man die Verkehrsregeln befolgt. Hup. Ja! Frank, bist du denn von dem langen Spiel nicht müde? Wie kommst du darauf? Ich könnte stundenlang weiterspielen. Hä? Stört dich etwas? Nein. Wuhu! Ich will auch Fahren üben. Frank, ich gehe mal an die frische Luft. Oh, okay. Garni verlässt das Videotrainingscenter, weil er nicht länger warten will. Gefällt dir diese Sendung alles? Ja, ich liebe sie. Ich will etwas anderes sehen. Ja, gerne, aber erst danach. Na klar können wir das. Meine Sendung ist dann aber schon vorbei. Wow, sieh dir das nur an. Das ist unglaublich. Dieser Film ist so aufregend. Ich komme gleich wieder. Lani ist traurig, weil sie wegen Alice ihre Lieblingsserie verpasst hat. Was sollen wir jetzt tun? Ich weiß nicht. Hannah scheint auch beschäftigt zu sein. Es sind Garni und Lani. Warum seid ihr so traurig? Wo sind Frank und Alice? Frank hat nicht mehr mit der Videosimulation aufgehört. Mir war langweilig. Und ich habe meine Lieblingsserie verpasst, weil Alice etwas anderes sehen wollte. Ich dachte, wir würden alle zusammen Spaß haben, wenn Frank und Alice vorbeikommen. Stattdessen haben wir ihretwegen gar keinen Spaß. Ja. Das macht überhaupt keinen Spaß. Also, wenn ich das auswechsle... Puh, repariert. Jetzt probiere ich mal aus, ob es funktioniert. Was war das? Das kam von der Werkstatt. Sehen wir nach. Ich muss das Feuer löschen. Wo ist der Feuerlöscher? Die Werkstatt brennt! Wo ist Hannah? Ich glaube, sie ist noch drin. Was sollen wir tun? Hannah! 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 Ihr seid da! Hannah! Was ist passiert? Ein Motor, den ich reparierte, fing Feuer. Ich kann den Feuerlöscher nicht finden. Was sollen wir nur tun? Das Feuer breitet sich aus. Das ist wirklich furchtbar. Bitte trete zurück.
Keine Sorge, ich mach das. Und los geht's. Wow! Das Feuer wird kleiner. Ja! Ja! Er hat das Feuer wieder. Bitte. Ihr seid jetzt sicher. Hä? Wow! Wow, Frank, du warst spitze! Du bist der Beste! Du warst wirklich unglaublich! Oh, ihr seid alle zu freundlich! Vielen lieben Dank, Frank! Oh, du hast offenbar etwas Rauch eingeatmet. Ich glaube, du musst ins Krankenhaus. Wie? Das Krankenhaus? Keine Sorge, ich fühle mich doch super! Du hast zu viel Rauch eingeatmet. Du musst sofort zum Arzt. Es ist meine Pflicht, mich um Kranke zu kümmern. Alles klar. Gut gemacht, Alice. Du bist echt toll. Danke. Ich komme gleich wieder. Ich bringe jetzt Hannah ins Krankenhaus. Stellt bloß nichts an, bis Hannah wiederkommt, okay? Okay. Okay. Toll. Los geht's, Frank. Oh, übrigens, wir hatten heute viel Spaß. Wir waren hoffentlich nicht zu aufdringlich. Oh, ganz und gar nicht. Wir hatten auch viel Spaß. Dürfen wir wieder vorbeikommen? Natürlich, gern. Kommt jederzeit vorbei. Ihr müsst wiederkommen. Wir warten auf dich, Frank. Alles, wir können wieder zusammen fernsehen. Fahren wir los. Bis später dann. Tschüss. Die Feuerwehr Frank und der Krankenwagen Alice sind Freunde, auf die man sich in Gefahr verlassen kann. Der mutige Hubschrauber. Es ist ein sonniger Nachmittag und Tayo fährt über die Brücke. Was für ein wunderschöner Tag. Oh, es ist Pat. Was ist denn da los? Ich werde es mir ansehen. Was ist denn da wieder los? Nein. Rookie, Pat. Tayo. Was ist los? Dort drüben. Oh? Ah! Wir sind hier. Hilfe. Oh nein. Sieht aus, als ob sie gleich reinfallen. Er müsste bald hier sein. Da ist er. Oh? Oh! Das ist er, der neue Hubschrauber von der Feuerwehr. Ich komme zur Rettung. Wow! Gut gemacht, er. Danke. Entschuldigung. Du warst wirklich, wirklich fantastisch. Danke, ich mache nur meine Arbeit. Ich bin Tayo. Nett, dich kennenzulernen. Ganz meinerseits. Nun, ich muss jetzt wieder zur Arbeit. Bis bald. Okay, bis bald. Er ist so cool. Ich habe heute etwas Erstaunliches gesehen. Erstaunlich? Was denn? Ich habe gesehen, wie ein Hubschrauber Menschen gerettet hat. Ein Hubschrauber? Ja, sein Name ist er und er ist neu im Rettungsteam. Es war fantastisch. Er flog vom Himmel herunter und hat Menschen aus dem Wasser gerettet. Wow. Das klingt großartig. Da ich ihn ja schon kenne, stelle ich euch vor, wenn wir ihn das nächste Mal sehen. Wow, ich freue mich darauf, ihn kennenzulernen. Ich auch. Was soll ich ihm sagen? Hallo, ich bin Tayos Freundin Lani. Ernsthaft? Was? Ist das komisch? Die kleinen Busse scheinen sich zu freuen, er kennenzulernen. Am nächsten Morgen fuhr Lani ihre Strecke. Hilft Ruppi beim Putzen des Spielplatzes. So, alles erledigt. Gute Arbeit, Ruppi. Huh? Wow, das ist bestimmt er. Ja.
Ja, er ist der neue Hubschrauber von der Feuerwehr. Wow, so cool. Rufen wir ihn. Hey, hallo, Air! Oh, hallo. Woher kennt ihr meinen Namen? Nun, Tayo hat uns von dir erzählt. Aha, ihr müsst Tayos Freunde sein. Ja, ich heiße Gani. Ja, und ich bin Ruby. Ha, schön, euch kennenzulernen. Air, wenn du nicht zu beschäftigt bist, könntest du vielleicht mit uns spielen? Mit euch spielen? Hier? Oh, wir sind ein bisschen schmutzig, oder? Entschuldigung, wir haben geputzt. Es tut mir sehr leid. Vielleicht nächstes Mal. Auf Wiedersehen. Er ist wieder weggeflogen. Vielleicht, weil ich so schmutzig bin. Er ist da! Oh, ich bin so müde. Hallo, Air! Ah! War was? Wer bist du? Ich bin Tayos Freund Rogi. Ich habe hier gewartet, um mit dir zu reden. Verstehe. Wow, du kannst wirklich fliegen. Das ist so cool. Warte, komm nicht so nah ran. Wow, du bist wirklich erstaunlich. Bleib mir vom Leib. Ich meine... Du bist so gemein. Hey, warte. Hallöchen! Was ist denn los? Was ist passiert? Es ist gar nichts. Es ist nicht gar nichts. Er hat uns alle ignoriert. Was? Er hat mich nicht einmal angesehen, als ich immer wieder seinen Namen rief. Und er flog einfach weg, als Gani ihn zum Spielen einlud. Wirklich? Ja. Ich glaube, weil ich vom Putzen so schmutzig war. Und mir hat er gesagt, ich solle ihm vom Leibe bleiben. Was? Das gibt's doch gar nicht. Doch, er denkt, er ist zu schade für uns. Nein, nein. Dann muss ich jetzt mit ihm reden. Tayo, der kleine Bus. Ignoriert er mich jetzt auch? Air! Hallo, Air! Tayo, was machst du denn hier? Hast du nicht gehört, wie ich dich gerufen habe? Nein, tut mir leid. Ich höre nicht so gut, Tayo, wegen meines Propellers. Was? Also, vielleicht... Hast du heute früh gehört, wie meine Freundin Lani dich gerufen hat? Nein. Ich habe sie bestimmt wegen des Lärms überhört. Ich hab's gewusst. Aber warum hast du abgelehnt, als Gani mit dir spielen wollte? Der gerade geputzt hat. Wenn ich ihm zu nahe gekommen wäre, hätte ich den Müll, den sie gesammelt hatten, weggeblasen. Es ist schade, denn ich wollte wirklich spielen. Ach deswegen. Aber warum hast du Rogi gesagt, er soll dir vom Leib bleiben? Rogi? Er kam mir wirklich zu nahe. Ich hatte Angst, er würde sich an meinem Propeller verletzen. Also schrie ich ihn aus Versehen an und fühlte mich wirklich schlecht. Das war also bloß ein Missverständnis. Meine Freunde sind sehr enttäuscht, weil sie denken, dass du das alles mit Absicht getan hast. Ich verstehe. Ich werde mit ihnen reden. Gehen wir das klären. Aber... Komm schon! Tayo, selbst wenn wir das klären, weiß ich, dass sie nicht mit mir befreundet sein wollen. Was? Das war schon immer so. Wir sehen nicht nur anders aus. Ich kann auch nicht auf dem Boden fahren, wie ihr. Also war ich immer allein. Da musst du dir wegen mir also nicht so viel Mühe machen. Dann kläre ich das jetzt mit ihnen. Tayo. Was? Das gibt's doch gar nicht. Es stimmt. Also müsst ihr nicht auf ihn sauer sein. Wenn das stimmt, warum ist er dann nicht hier, um es uns selbst zu sagen? Siehst du? Er denkt, er ist zu gut für uns. Nein, ihr täuscht euch. So ist das nicht. Ich gehe schlafen. Also wirklich? Am nächsten Morgen fuhr Tayo seine Strecke. Was soll ich denn jetzt nur
Räumt die Straßen, das ist gefährlich! Tayo, schaut mal! Da oben ist ein riesiges Feuer! Ich weiß! Hört zu! Lori? Wir haben ein Problem! Hannah ist in diesem Gebäude! Was? Ich habe sie vorhin hier abgesetzt! Wirklich? Oh nein, seht mal! Oh! Hannah! Oh ja! Oh nein, es ist zu hoch! Oh nein! Hannah! Hannah! Oh! Air! Air! Hannah ist in Schwierigkeiten! Helikopter Air, zur Rettung! Oh nein! Er kann wegen des Rauchs nicht näher kommen! Es ist gefährlich für ihn! Ich schaffe das! Ah. Er ist in den Rauch geflogen! Er, bitte sei vorsichtig! Er hat sie gerettet! Mir geht's gut, Kinder. Er hat mich gerettet. Bis später. Warte! Hä? Danke, dass du Hannah gerettet hast, Er. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank. Das war doch kein Problem. Und es tut uns leid. Ja, weil wir dich die ganze Zeit missverstanden haben. Ja, es war falsch von uns, dich so zu verurteilen. Es tut uns leid. Das ist schon okay. Es tut mir leid, dass ich mich nicht klar ausgedrückt habe. Aber wollt ihr gerne meine neuen Freunde werden? Sehr gerne! Das ist toll! Hi, Air. Kann ich auch deine Freundin sein? Wir könnten deine neuen Freunde sein. Wie schön. Das fände ich wirklich toll. Vielen Dank. Er, der mutige Hubschrauber, hat viele neue Freunde gefunden. Jetzt ist er nicht mehr einsam.